London ist im 18. Jahrhundert eine sehr spannende und auch widersprüchliche Metropole. Es ist die Hauptstadt eines Landes, das durch großes Chaos gegangen ist im Jahrhundert zuvor, durch Revolution und Veränderung des politischen Systems, ein Land, das langsam sich auf den Weg macht, nicht nur das eigene Land, sondern große Teile der Welt als Kolonien zu beherrschen und okkupieren. Und es ist dadurch auch ein Land, das sich ganz besonders mit anderen Kulturen austauscht, das sehr viele Verbindungen zu den europäischen Festland, vor allem Mitteleuropa, Südeuropa hat, und das anzieht, das Künstler anzieht, Sänger, Darsteller, Schauspieler, Maler, ein ganz breites Spektrum an Menschen anzieht, weil es eben diesen neuen Charme hat, dieses Aufstrebende, diese interessante Gesellschaft. Und damit kommen ganz unterschiedliche Menschen nach London, die sich dort treffen und sich wieder gegenseitig beeinflussen. Einer dieser Menschen ist Georg Friedrich Händel, der schon Anfang des 18. Jahrhunderts Kontakte nach London, nach England knüpft und der dann sehr davon profitiert, dass London in genau dieser Zeit einen deutschen König bekommt, den hannoverschen Kurfürsten, der die englische Krone annimmt und dann nach London geht und der ihn sehr unterstützt, sehr fördert. Gleichzeitig gibt es einen ganz großen Trend, dass Italiener im weitesten Sinne rezipiert werden, wahrgenommen werden, eingeladen werden. Das sind sowohl Musiker, Komponisten, Bildhauer, Maler, wirklich ein ganz breites Spektrum. Die italienische Kultur ist unglaublich in. Und das kreuzt sich jetzt damit, dass Händel selbst in Italien war und sehr viel italienische Kultur studiert hat, aber natürlich darüber hinaus einen breiten europäischen Horizont hat, würde ich fast sagen, der Frankreich, Deutschland, die Traditionen auch mit aufnimmt und verbindet. Und einer Punkt, an dem man diese Vielfalt sehen kann, ist, dass Händel natürlich sehr viel Repertoire auf Italienisch komponiert. Seine ganzen Opern sind auf Italienisch, seine frühen Oratorien sind noch auf Italienisch. Aber er wechselt dann die Sprache. In dem Moment, wo er anfängt, Oratorien zu komponieren, komponiert er in der Landessprache auf Englisch, setzt aber stilistisch diese verschiedenen Dinge auch zusammen. Also er bringt seine deutschen Einflüsse mit, er verbindet das mit dem in Italien Kennengelernten und macht im Grunde etwas Europäisches daraus. Ein interessantes Beispiel dafür, wie international sein Leben und irgendwie sein Hausstand auch war, ist, dass wir nicht ganz sicher, aber einigermaßen vermuten, dass Händel ein Instrument besessen hat, das diesem hier nicht ganz unähnlich ist, nämlich ein Instrument von Rückers, mit dem bedeutendsten Cembalo-Bauer des 17. Jahrhunderts, das in Frankreich überarbeitet, erweitert, vergrößert wurde. Und das ist unter anderem der Grund, warum wir dieses Instrument für unsere Aufnahme hier gewählt haben, weil es ein ganz anderes Klangspektrum nochmal bietet als beispielsweise italienische Instrumente, die man genauso gut hätte wählen können. Aber hier haben wir mit zwei Manualen mit sehr vielen Klangfarbmöglichkeiten einfach etwas ausprobiert, wie hätte das mutmaßlich bei Händel zu Hause klingen können mit diesem Instrument, das, wie wir vermuten, wahrscheinlich auch in einem ziemlich tiefen Stimmton stand, was für uns auch eine Inspiration war, zu sagen, wir wählen auch für dieses Programm einen tiefen Stimmton, tiefer als er zum Beispiel in Mitteldeutschland in der damaligen Zeit üblich war. Was
ich schon erwähnt habe, mit der Oper, mit der Bühne, mit dem ganzen Darstellen, hat, so glaube ich, einen großen Einfluss auf die Musik dieser Zeit gehabt. Wir spielen ja nicht nur Händel, sondern auch einen seiner Konzertmeister, Michael Festing, der mit Händel Opern und Oratorien gemeinsam musiziert hat, der Konzertmeister in seinem Orchester war, der selber aber auch Opern komponiert hat, der ein Schüler von Francesco Geminiani war und sehr viele verschiedene Einflüsse da miteinander zusammengebracht hat. Dieser enge Bezug, auch von der Instrumentalmusik, so glauben wir, zu dem Szenischen, zu dem Darstellenden, ist deswegen so spannend, weil aus diesem Bereich haben wir tolle Quellen, die uns erklären, wie damals auf das Wesentliche an dem Darstellen geblickt wurde. Und das Wesentliche war für die Menschen, die sich damit befasst haben, für Theoretiker, aber auch für die Praktiker, die Frage, wie stellen wir menschliche Leidenschaften dar? Wie drücken wir die aus und wie rufen wir in unseren Zuhörern, Zuhörerinnen hervor, dass die sie auch empfinden? Also das ist etwas, das sich übertragen hat, übertragen sollte. Und es gibt wirklich Handbücher, im Grunde Handbücher für Schauspieler, aber natürlich Handbücher für Darsteller, Künstler im Allgemeinen im Grunde, die erklären, wie man diese Passions ausdrückt, wie sie aussehen sollen, wie sie klingen sollen. Und auch wenn wir jetzt natürlich keine Sprache, keinen Gesang mit dabei haben, glauben wir doch, dass mit Instrumenten das auch darstellbar ist und dass es sehr interessant ist, sich zu überlegen, welche Szenen stecken hinter diesen Stücken. Wenn wir uns ganz kurz diese drei Stücke vor Augen führen, dann gibt es da ganz unterschiedliche Zugänge, glaube ich, dazu. Einer, der mir nahe liegt, ist etwas Visuelles sich vorzustellen. Ich denke bei der Corelli-Sonate an eine Miniatur, an ein kleines Bild einer einzelnen Person. Diese Miniaturen wurden oft angefertigt, damit man sich seinen Liebsten, seine Liebste vor Augen führen kann, auch wenn man nicht gerade zusammen war. Und dieses Stück wirkt für mich ein bisschen wie eine Reflexion über so einen Partner, eine Partnerin, die man sich alleine in der Einsamkeit, in der Stille auch nahe bringt, von allen verschiedenen Facetten. Festingssonate dagegen ist dann schon ein bisschen ein größeres Format und ist wie beispielsweise eine Darstellung von einem Geschwisterpaar. Menschen, die einander verbunden sind, aber doch sehr unterschiedlich sein können und die sehr unterschiedliche Affekte, sehr unterschiedliche Gefühle spüren können und miteinander erleben können. Zuneigung, aber auch Streit, Kontrast, Konflikt. Und das alles kommt in diesem Stück zusammen. Es werden da wirklich auch Gegenpole dargestellt. Und ich finde, man kann die sehr, sehr direkt in dieser Musik hören. Das vielleicht großformatigste Stück, und das schließt jetzt wieder den Bogen zur Oper, zur Bühne, ist für mich die Sonate von Händel. Das ist fast wie ein großes Historiengemälde, könnte man sagen. Ich stelle mir einen biblischen Held dabei vor, der eine Stadt erobert, dabei durch Kampf gehen muss, am Ende siegreich ist, aber doch auch auf dem Schlachtfeld natürlich nicht so schöne Dinge erlebt, traurige Dinge erlebt, die Auswirkungen seines Handels sieht, aber dann doch am Ende das, was wir in den Händelschen Oratorien ganz oft sehen, diesen Auftrag, den er in sich spürt, nochmal nach außen transportiert. Und das ist natürlich etwas, das sich über diese Emotionen auch wieder auf den Zuhörer, die Zuhörerin übertragen soll. Und ich glaube, so ist dieses Stück vielleicht wie ein Spiegelbild
der Oratorien oder Opern etwas mit einem großen Duktus, einer großen Redeart. So unterschiedlich scheinen mir diese Stücke zu sein, so vielfältig ist dieses Programm und genauso unterschiedlich versuchen wir, unsere Zugänge zu gestalten und hoffen, dass sich das auch überträgt.